Deutschland trifft heute Abend im Achtelfinale der EM 2024 auf Dänemark. Und aus diesem Grund werfen wir hier jetzt mal einen Blick auf die potenzielle Startaufstellung. Und dazu gebe ich auch eine kleine Analyse zu, eben diese ab. Und ohne lange drum herum zu reden, gehen wir da auch direkt mal rein. Im Tor wird es logischerweise keine Veränderungen geben. Manuel Neuer hat dazu auch gar keinen Anlass gegeben. Bei der EM bis dato hat er sich im Gegensatz zu den Spielen zuvor. Keine gröberen Schnitzer geleistet. Da stand Manuel Neuer schon ziemlich heftig in der Kritik. Zu Recht auch, wie ich fand. Einfach weil er echt einige Spiele in Folge waren, wo er wirklich nicht allzu gut aussah. Aber seine Paraden bisher waren grandios. Entscheidend hat er die Mannschaft auch beim Fernschuss von Granit gegen die Schweiz entscheidend im Spiel gehalten. Wenn er da nicht so gut reagiert, dann kommt Deutschland nicht mehr zurück. Von daher kann man schon sagen, dass er es bis jetzt wirklich seinen Kritikern gezeigt hat. Links in der Verteidigung rechne ich weiter mit Maximilian Mittelstädt. Ich denke auch generell, dass man nicht allzu viel verändern wird. Man sieht es ja hier auch. Dann links in der Innenverteidigung wird es allerdings eine zwangsläufige Änderung geben, weil Jonathan Tah gelb gesperrt ist. Da bekommt dann Nico Schlotterbeck seine Chance. Gibt es ja auch den ein oder anderen, der die Personalie Schlotterbeck so ein bisschen kritisch sieht, einfach weil er bei der deutschen Nationalmannschaft bisher noch nicht so gut ausgesehen hat, teilweise auch den ein oder anderen Schnitzer drin hatte? Aber wenn man an seine Rückrunde bei Borussia Dortmund denkt, dann hat er sich schon deutlich stabilisiert, hat wie ich finde auch einen Schritt nach vorne gemacht und entsprechend verdient er sich hier auch die Chance. Rechts daneben könnte es für Rüdiger reichen, er hat ja jetzt beim Teamtraining wieder mitwirken können und zwar vollumfänglich. Nichtsdestotrotz so Trotz soll das Ganze dann doch eher kurzfristig entschieden werden, so dass eine gewisse Chance besteht, dass auch Waldemar Anton hier an den Start gehen könnte. Im Kader stehen wird Rüdiger, denke ich aber in jedem Fall. Sollte Rüdiger spielen, umso besser, denn dann muss man in der Verteidigung nicht allzu viel verändern. Falls es aber wirklich nicht reichen sollte, wonach es stand jetzt zwar nicht aussieht, dann bin ich echt mal gespannt, wie sich die baldige neue BVB-Verteidigung hier schlagen wird und welche Ironie. Wenn es denn so kommen sollte, ausgerechnet im Stadion von Borussia Dortmund, würden die beiden dann das erste Mal zusammenspielen. Wäre schon eine sehr ironische Geschichte. Rechts, Joshua Kimmich, hat für mich bei der EM einen soliden Eindruck hinterlassen. Als Rechtsverteidiger finde ich ihn bei Deutschland ehrlicherweise auch am besten. Nicht, dass er im Mittelfeld nicht auch ein guter Spieler ist, aber da hat man einfach so viele Möglichkeiten und Kimmich auf Rechts. Das funktioniert einfach und da bringt er einfach insgesamt die besten Qualitäten mit. Wobei ich mir immer noch Sorgen mache, was passiert, wenn er denn mal wirklich einen sehr, sehr schnellen Gegenspieler gegen sich hat. Aber ich denke mal, gegen Dänemark, auch wenn man die Dänen auf keinen Fall unterschätzen darf, sehe ich da noch nicht ein allzu großes Problem in der Hinsicht. Zentrales Mittelfeld wird weiterhin aus Toni Kroos und Robert Andrich bestehen bleiben. Davor auf der 10 können wir Ilkay Günduan erwarten. Rechts Jamal Musiala. Der für mich aktuell zu den besten Offensivakteuren beim DFB zählt. Ich muss sagen, bei der letzten WM. Da war ich persönlich ein bisschen enttäuscht von Mosella. Natürlich war er da noch ein bisschen jünger. Und deswegen durfte man das da jetzt auch nicht zu sehr kritisieren. Ist ja klar, dass man da noch nicht so weit ist, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall hat mir die Entwicklung sehr gut gefallen. Und für mich auf jeden Fall einer, der den Unterschied machen kann. Wie auch Florian Wirz, wobei ich bei Wirtz sagen muss, dass er in den letzten beiden Partien von Deutschland schon so ein bisschen untergegangen ist. Im Verhältnis. Er hat jetzt nicht super schlecht gespielt oder so. Legt mir das bitte nicht in den Mund. Dennoch hätte ich vor dem Turnier tatsächlich gedacht, das wird hier der absolute Game wird. Das war ja bis dato noch nicht. Und auf der Stürmerposition könnte es tatsächlich dazu kommen, dass Niklas Füllkrug vor Kai Havertz den Vorzug erhält nagelsmann selbst sagte dass er seine entscheidung diesbezüglich getroffen hat aber öffentlich wird er sie nicht mitteilen jetzt gab es mehrere medienberichte unabhängig voneinander dass die wahrscheinlichkeit echt gut steht dass er diesmal von beginn an ran da verdient hätte er es sich auf jeden fall mit seinen beiden treffern die er in der gruppenphase erzielt hat Natürlich hat er damit gleichzeitig auch gezeigt, dass er wunderbar als Joker funktioniert und solche Waffen möchte man sicher auch nicht unbedingt nehmen lassen, aber Kai Havertz muss man sagen, hat jetzt auf der neuen nicht unbedingt überzeugt, vor allem auch keine Tore aus dem Spiel herausgeschossen und auch wenn er gegen die Schweiz viele Chancen hatte, er hat sie eben auch liegen lassen und ich glaube, dass ein echter Neuner an der Stelle zumindest mal eine davon reingehauen hätte. Gerade was die Kopfballstärke angeht, da ist Füllkrug deutlich stärker und auch Dänemark wird ja vermeintlich tief stehen. Und wenn Deutschland da wieder viele Flanken schlagen muss, dann ist es einfach besser, wenn du da einen Zielspieler wie Füllkrug vorne drin hast. Spannend wäre an der Stelle noch zu erwähnen, dass Füllkrug laut der Bild bei den Spielformen im Geheimtraining mit der A11 trainierte. Und wenn das stimmt, dann kann das schon ein sehr guter Hinweis sein. Wie gesagt, auch deswegen, und da bin ich zumindest mal der Meinung, weil Harvard im Sturmzentrum jetzt nicht unbedingt überzeugt hat. Aber es wird halt auch spannend sein zu sehen, ob tatsächlich Kai Havertz für Füllkrug rausrotiert wird. Du kannst ja Havertz auch auf anderen Positionen einsetzen. So könnte es zum Beispiel der Fall sein, dass vielleicht auch Florian Wirtz auf die Bank muss und dafür dann Havertz weiterhin in der Startelf bleibt. Wirtz ja wie gesagt in der Offensive ein ums andere Mal unauffällig zuletzt, so dass auch ein solches Szenario nicht ausgeschlossen werden kann. Und so kann man alles in allem sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft erstmals keine Startelf ins Rennen schickt, wo du zu 100% sagen kannst, dass es diese Jungs werden. Im bisherigen Turnierverlauf hat man ja wirklich gar nichts verändert. Diesmal muss man es einmal zwangsläufig tun und wahrscheinlich kommt es halt dazu, dass auch leistungsbezogen die ein oder andere Veränderung hinzukommt. Und außerdem muss man vielleicht trotzdem auch so ein bisschen auf die Belastung schauen, denn gerade wenn du bis zum Ende dabei bleiben willst, kann so ein bisschen Belastungssteuerung nicht schaden. Mal ab davon, wird und das darf man jetzt nicht vergessen, falls Wirtz möglicherweise rausrotiert wird, war ja im Saisonendspurt von Bayer Leverkusen auch sehr oft nur Joker gewesen. Auch mit damit begründet, dass er angeschlagen war. Gut möglich, dass er immer noch nicht ganz bei 100% ist und dass eine potenzielle Veränderung vielleicht auch deswegen zustande kommt. Aber gut, so oder so ähnlich wird Deutschland heute Abend höchstwahrscheinlich auflaufen. Ich bin echt mal gespannt, ob wir dann Füllkrug in der Startelf sehen werden. Das ist halt die größte Frage, die sich stellt. Auf den anderen Positionen ist er eher weniger mit Überraschungen zu rechnen. Du hast halt eine Rotation wegen Gelbsperre. Einer, der vielleicht raus rotiert, weil er noch nicht zu 100% fit ist. Ansonsten tut Nagelsmann auch wirklich gut daran. Und ich bin absolut auch ein Fan davon, dass man hier... Nach dem Prinzip handelt, never change a winning team oder change it so wenig wie möglich. Und das ist vor allem auch eine gute Entscheidung, weil ja die deutsche Nationalmannschaft unter anderem noch unter Joachim Löw und Hansi Flick zu oft durchgetauscht wurde. Da wurde zu viel ausprobiert. Man hat über 20 Spiele in Folge eine andere Verteidigung auf dem Platz gehabt. Und ich finde es einfach gut, dass man jetzt hauptsächlich darauf setzt, eingespielt zu sein, auch wenn es hin und wieder mal, wie jetzt in dem Fall, zu der einen oder anderen zwangsläufigen Veränderung kommt. Das ist aber auch völlig normal und nicht schlimm. Im Gegenteil, gerade bei leistungsbezogenen Dingen sehe ich das Ganze sogar positiv. So, an der Stelle gebe ich jetzt aber auch wie immer an euch weiter. Was denkt ihr, wie wird Deutschland heute Abend auflaufen? glaubt ihr, dass Nico Schlotterbeck eine gute Partie absolvieren wird? Haltet ihr es auch für wahrscheinlich, dass Niklas Füllkrug diesmal in der Startelf steht? Eure Meinungen dazu gerne unten rein. Ansonsten findet ihr noch meine FC 24 Simulation zu diesem Spiel in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr es noch nicht habt. Lasst ein bisschen Liebe da und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser und bleibt am Ball.